Hallo, hier ist der Profi-Metzger Ralf. Heute zeige ich Ihnen, wie ich einen Rindsenglischen Bayrit auslöse. Es handelt sich hierbei um eine Kalbin, oder in Deutschland sagt man Ferse dazu. Die ist 14 Tage abgehangen, ist schon etwas starr das Ganze. Gereift ist sie gut, ja, ist sehr trocken gereift, nichts schmierig, ganz was passt. Von der Fettabdeckung passt sie auch, ja. Jetzt werden wir sagen, wie der Anfang. Als erstes trenne ich den Englischen von der Hüfte, von der Keule ab. Schauen Sie da fahre ich mit dem Messer her. Schauen Sie, ob der Knochen geht, da fahre ich her. Jetzt läuft der Knochen so runter. Und da beim ersten Ding fahre ich her. Beim ersten Wirbel, da macht der Wirbel einen Knick. Und da muss man aufpassen, dass man das in die Keule reinschneidet und auch nicht ins da. Und jetzt schneide ich so her und dann Knochen schneide ich Messer her und drehe das ab. So, dann schneiden wir da gleich ein bisschen fit weg. Da war noch ein bisschen Fett drin. So, schneiden wir gleich weg. Was weg ist, ist weg. Brauchen wir dann nicht mehr so schwer heben. So. Jetzt fange ich an. Ganz am Anfang fange ich an. Schauen Sie, da fange ich. Und schauen Sie, dass die Messer immer gleich schön am Knochen bleiben. Dann haben Sie da bleibt da kein Fleisch drauf. Sehen Sie das? Jetzt sehen wir es her. Jetzt haben wir das Filet. Jetzt putzen wir die hinten nicht. Da noch fortsetzen. Das machen wir jetzt sauber. Schauen Sie, da. Die werden wir brechen und ausschälen. Wird heute in der Regel nicht mehr gemacht. Das. So haben so wir es früher gelernt. Schaut, dass es schön aufgeschlagen wird und den auch noch. Da haben wir die Kotelettspalter genommen und haben wir da aufgeschlagen. Da hat man das hergenommen. Und jetzt bin ich schon, dass ich so stehe mit dem Messer. Immer schön am Knochen sind.
was das ist. Ganz. Da ist man hergegangen. Muss man da ganz knapp an den Federn entlang. Da hinten das Gleiche. Jetzt schneide ich lasse die Rippen, schlage ich nicht aus, da mache ich Beef Ribs. Da fahren wir schön entlang da. Wichtig ist, nicht tief ins Fleisch reinschneiden. Immer am Knochen entlang. So. Und jetzt schauen wir da, so wie der Slalomfahrer, immer nach den Dingen entlang, nach dem Knochen entlang. Und dann nehmen wir wieder mit, schauen, dass kein Fleisch drauf bleibt am Knochen. Da wieder schön entlang am Knochen. Schatz, die Knochen sind draußen. Jetzt wird der Knochen nachgeputzt. Weg. Da ist ein Knochen, den tun wir weg. Und der Knochen ist sauber. Dann schneiden wir den weg. Den schneiden wir weg. Schaut, der Knochen ist. So sind früher die Englischen gebandelt worden. Und den schneiden wir noch die Banner weg und machen den Beef Ribs raus. Die legen wir mal daher. Jetzt haben wir da noch die Knorpel. Schneiden wir weg. Das ist aber schön gerade. Ist immer wichtig, dass immer die Anschnitte schön gerade geschnitten werden. Das schaut gleich ganz anders aus. Da stehen wir gerade, da stehen wir auch gerade. Wissen Sie, so löst man heute nichts mehr aus. Heute nimmt man die Sorge, das sage ich bei einem Video, wie das geht. Das geht nämlich viel schneller und
so ist früher alles ausgelöst worden. So eine helle Arbeit. Dann haben wir da noch eine Knorpel drauf, dass es auch ausfällt. Dann immer wichtig ist, dass man einen frischen Anschnitt macht, dass nichts Schwarzes da ist. Das so. Da wechseln sie. Da stellen wir noch. Dann schauen wir. Sechst du den Deckel, der geht bis da her. Da gehen wir ein bisschen vorher. Stellen wir ganz kurz rein. Und drunter ist der Rostbraten. Das ist der Rostbratendeckel. Der ist ein bisschen zäher. Ich nehme ihn für ich schneide ihn zusammen für Wurstfleisch. Sie gehen auch Suppenkuchen damit. Aber schauen Sie, da sollen Sie tief kommen. Das ist so. Dann die grobe Sehne stellen wir weg. Die stellen wir auch noch weg. Da kanten wir ein bisschen ab. So. Das fällt nicht mehr leicht weg. Daher geht noch eine Sehne. Ich schneide sie leicht weg. Nicht zu. Ein bisschen schneiden wir sie weg. Ja, schauen wir noch. Ist ein bisschen so. Müssen wir schauen. Ein bisschen Ketten kann aufbleiben am Rostbraten. Jetzt ist so noch Gefühl her. Bis daher ist der Rostbraten. Schauen Sie. Das ist der Rostbraten. Und da wieder an die Beirät. Schauen Sie, beides super. Finger bleibt schon drin. Sehen Sie das? Super abgelegen. Der das kriegt, der freut sich schon. Jetzt legen wir es da dazu her. Und da haben wir jetzt das Filet. Beim Filet zu putzen, da ist eine Haut drauf. Jetzt ist das aber schon ein bisschen länger hängt. Das ist recht zäh, geht sich schwer runter. Jetzt schneiden wir mal da. Schauen Sie, da schneiden wir mal her. Da ist ein Filetkopf. Schauen Sie, dass wir da nicht ganz viel reinschneiden. Und da schneiden wir da her. Jetzt geht es so runter. Und da ist eine Kette drauf. Schauen Sie. Was lassen wir hinein ein bisschen. Da ist eine Kette drauf. Die kommt runter. Und wenn Sie jetzt sehen, wenn Sie jetzt irgendwo im Großmarkt ein Filet kaufen, die meisten schneiden so weg und lassen da drauf, aber das gehört weg. Die meisten schneiden dann so her und lassen das drauf. Das gehört aber weg. Hat nichts beim Filet verloren. Und jetzt schneiden Sie da ganz ein bisschen rein. Da. Schauen Sie, das ist so wie. Ich muss nur da die Haut erwischen. Das ist natürlich schon, wenn es eingetrocknet ist. Schauen Sie, die Haut nimmt man gleich mit. Und da schneiden wir das Fett weg. Da schneiden wir das auch weg, das Blut hier. Das geht weg. Das geht weg. Das geht auch weg. Hier schauen wir hinten noch das. So. Sehen Sie, das ist ein schönes Filet, der das kriegt. Und da ist das Filet ohne Haut, schön zugeputzt. Schauen Sie. Das Rindsfilet. Und wenn man das nochmal herholt, schauen Sie, jetzt haben wir da mal den Knochen ausgelöst. Ja, ich sag, wo ich gelernt habe, war schon zu viel Fleisch drauf. Da hat man das alles noch ausgeschält mit der Beinhaut. Da hat man das. Wir sehen, hat er so ausschauen müssen. Da ist alles so gebandelt worden. Das war ganz normal.
So, jetzt noch einmal. Was haben wir da jetzt? Da haben wir jetzt den Rostbraten oder auf Neudeutsch das Ribeye, hervorragend geeignet für Steak machen, zum Kurzbraten, gestern Braten machen, Zwiebelrostbraten, perfektes Fleisch. Das Filet, ganz ein tolles Fleisch. Und da haben wir da die Bayrit. Und wenn Sie schauen, wenn man da mit dem Finger reindruckt, denkst du, das bleibt schon drin, schauen Sie, das geht nichts mehr so zurück, schauen Sie. Das ist super abgelegen. Ganz ein tolles Fleisch. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte ich Ihnen, mich zu abonnieren. Daumen nach oben. Kritiken sind auch erwünscht. Bis zum nächsten Mal.